Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, führe uns in die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute in Schmiedeberg mal euch mit der Predigt dienen darf. Die Einladung erging schon vor einer ganzen Zeit, als euer Pastor die Stelle gewechselt hat. Und das habe ich immer so im Hinterkopf behalten. Und ich soll natürlich Grüße von unseren Kirchgemeinden mitbringen. Wir sind in nochmal zur Erinnerung, ein Schwesternkirchverhältnis, was von Liebenau bis Schellerau reicht, mit zwei Pfarrern. Und am ersten Weihnachtsfeiertag feiern wir immer einen gemeinsamen Gottesdienst in Lauenstein mit zwei Pfarrern. Das ist auch für mich sehr schön, weil man sich mal abwechseln kann. Einer macht die Liturgie, einer die Predigt. Aber letztes Jahr wurde ich schon angefragt, von einer anderen Kirchgemeinde da am ersten Feiertag zu vertreten. Und da fiel es mir dieses Jahr ein, zwei Pfarrer in einem Gottesdienst, da könntest du doch nach Schmiedeberg gehen. Und da habe ich mich angeboten und wurde auch eingeladen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam ein Gotteswort heute hier bedenken können. Es gibt immer wieder Zeiten, in der eine besondere Dichte von Katastrophen geprägt ist. Wenn wir in die Geschichte gucken, gibt es Jahrzehnte, wo weniger los ist, sind vielleicht die glücklicheren. Und da, wo es in den Geschichtsbüchern um was geht, da ist besonders viel los. Und die aktuelle Situation drängt sich uns jetzt auf. Ob das so sein wird in 10 Jahren, wenn wir zurückblicken. Na, denk mal an die letzten 20 Jahre. In der Presse ist ja ständig eine Krise. Na, aber die Euro-Krise in Griechenland, was hat die uns tangiert im wirklichen Alltag? Das war nur in Nachrichten, wenn man das nie geguckt hat. Viele andere Krisen sind eben so herbeigeschrieben. Die Presse muss ja auch Auflage machen, ist ja klar. Na. Aber die Krise hier, die tangiert unseren Alltag ja, von jedem. Ne? Und deswegen ist sie uns so nah. Und bei den ganzen Pressemeldungen geht manche Pressemeldung auch unter in dieser Zeit. Zum Beispiel habe ich neulich eine Pressemitteilung gelesen. Gestern hat sich ein Unglück in einer Mascara-Fabrik in China zugetragen. Aber die konnte glücklicherweise vertuscht werden. Echte Krisen, die prägen auch die Geschichte des Volkes Gottes über die Jahrhunderte hinweg. Auch nicht immer. Aber die Krisen, die bündeln sich auch in der Heiligen Schrift und sind Kernpunkte und Stellpunkte Gottes mit seinem Volk. Und so kommt die Rettung Gottes, die Heilstaten Gottes, die wir bewundern, oft aus einer Krise. Wenn es erst schlimm ist, dann greift Gott zu. Und das ist auch die Chance. Dieses Jahr, ne, wenn wir Weihnachten ganz anderen feiern, könnte ich euch von gestern erzählen, vom Heiligen Abend, ne, das Ringen vorher, bietet man überhaupt was an, wer kommt dann und so. Also wunderbare Sachen. Ne? Und ihr kennt das auch, was wir dieses Jahr alles neu entwickelt haben. Und die Chance ist auch an diesem Weihnachten, die Botschaft vom Kind in der Krippe ganz neu zu begreifen. Ich habe ein Gotteswort vom Propheten Jesaja mitgebracht. Er lebte so um das Jahr 700. Und er schaut prophetisch vor, fast 200 Jahre, ein Ereignis, was so um 1515 stattgefunden haben soll, vor Christus. Da liegt Jerusalem längst in Asche. Jesaja erlebt das selber, dass Jerusalem, da wo der Tempel ist, wo Gottes Gegenwart wohnt, beschützt wird von Gott in einem Wunder, wo vorher auch die Vernichtung angesagt ist. Er sieht aber auch die Zeit später, wo das Volk Gottes versagt hat und durch die eigene Schuld sich die Gegenwart Gottes beraubt hat. Es ist ein bloßes Trümmerfeld und in diesen Trümmerhaufen hinein spricht Gott sein Wort. Ich lese aus Jesaja 52 ab Vers 7 bis Vers 12, um noch ein bisschen Kontext zu haben. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen und die da sagen zu Zion, dein Gott ist König.
Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen. Denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Ich will meine Predigt in drei Punkte gliedern. Der Herr kommt erstens in die Trümmer von Jerusalem und auch von deinem Leben. Zweitens, er offenbart seinen heiligen Arm. Und drittens, allen Völkern. Der Herr kommt in die Trümmer. Das ist eine frohe Botschaft. Lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden. Die Freudenboten, die Evangelisten, so heißt es im griechischen Text. Freude, die gute Nachricht, auf die sind wir gespannt, sind wir regelrecht ausgetrocknet in diesen Zeiten. Ja, das ganze Jahr bestand gefühlt nur aus Absagen. Und über das, was geschehen konnte, haben wir uns da gefreut. Ja, das ist ja jetzt, wenn wir einen Jahresrückblick wagen, ich denke, es gab auch viel Gutes. Aber das Schlechte, das drängt sich so auf. Ich hatte diese Woche so eine Freudenbotschaft, das kann ich euch erzählen. Mein Vater, der lag im Krankenhaus mit Covid und wir haben uns Sorgen gemacht. Und Montag hieß es, er wird entlassen und Mittwoch ist er rausgekommen. Da ist für mich am Montag Weihnachten schon geworden und die Predigtvorbereitung fiel mir viel leichter. Das sind so kleine Dinge. Meist steht aber eben, wie auch hier, vor der guten Nachricht die Krise. Hier beim Propheten Jesaja ist es die Zerstörung Jerusalems. Jerusalem, das war und ist das geistliche Zentrum von Israel. Dort, wo der Tempel steht, hierher sollten die Israeliten dreimal im Jahr pilgern, um die großen Feste zu feiern, um zusammenzukommen, um ihre Identität zu stärken, sich am Wort Gottes auszurichten, um Gott zu begegnen. Anbetung, die heilsame Gegenwart Gottes. Aber Israel hat es nicht leicht gehabt in seinem Leben, weil natürlich der Zeitgeist immer an Israel rüttelt. Und den Zeitgeist, den findet man bei Ausgrabungen noch und nöcher. Damals sind sie umgeben von anderen Kulturen. Und damals blühte der Aberglaube, ähnlich wie heute, nur damals noch vielleicht offensichtlicher, kleine Götzenfiguren, Amulette. Und wenn man heute in Israel gräbt, so einen Schaufel reinmacht, dann findet man die zentnerweise. Ne? Also die Archäologen, wir haben so manche Alttestamente, die sind archäologisch ausgerichtet, die sagen, die glaubten an alles, die Leute, nur nicht an Jahwe. Das steht ja auch so ein bisschen in der Bibel. Ne? Israel hat sich den Zeitgeist angepasst, immer wieder. Es gab natürlich immer Fromme, die da gerufen haben und die Propheten sind solche Außenseiter. Ne? Man teilt Propheten damals in verschiedene Klassen ein, es gibt Hofpropheten und Tempelpropheten und dann gibt es die Gruppe der sogenannten oppositionellen Einzelpropheten. Und aber fast alle Propheten, die wir in der Bibel haben, sind solche Outsider. Na? Sind nicht die hochdotierten Theologen am Hof oder in der Staatskirche. Die haben es dann schwer. Und Gott ließ 586 dann endgültig. Da war die Gnade zu Ende. Da hat es Israel immer wieder überzogen, auch wenn Gott immer wieder Gnade geschenkt hatte, ließ Gott Jerusalem mitsamt dem Tempel durch die neue Supermacht der Babylonier zerstören. Der Tempel war zerstört, wo es noch klare Verheißungsworte von Gott gab. Hier wohnt meine Herrlichkeit und der soll nicht angetastet werden. Was das für einen gläubigen Juden damals bedeutet hat. Ich weiß nicht, ob wir uns hineinversetzen können. Ich habe mal überlegt, im Zweiten Weltkrieg gab es solche Situationen. Und versetzt euch mal hinein als Schmiedeberger Gemeinde. Es würde Krieg kommen. Ihr müsstet flüchten, meinetwegen nach Tschechien, nur für ein paar Wochen. Und dann würde hier alles zerstört sein. Ihr kommt wieder. Schmiedeberg liegt in Trümmern. Das Kinghaus ist niedergebrannt, eure Kapelle. Und der Kirchenvorstand, die Ältesten, sind irgendwo nach Russland deportiert.
Aber es freut sich dann keiner. Aber also auch die Elite ist weg, ne? Kein Pastor mehr. Es ist nur noch die normalen Gemeindeglieder. Einfache Leute, ne? Die Schriftgelehrten sind weg. Die Priester, die guten Handwerker, das, was Babylon brauchen konnte, die haben sie einkassiert und mitgenommen. Die Landbevölkerung war da. Was würde das für euch bedeuten, ne? Die Zerstörung von 586, die ist heute noch im Untergrund von Jerusalem zu finden. Wenn es da Grabungen gibt, das ist eine ganz klare Brandschicht. Da hat die ganze, also was heute Altstadt ist, ist komplett abgefackelt worden. Und das kann man sehr gut nachweisen. Ich war schon zweimal, durfte ich in Israel sein. Es sind ja vielleicht auch einige Israel-Begeisterte unter euch. Und da gibt es ja den David-Palast, wo man vermutet, dass der König David gewohnt hat, mit diesen riesigen steingemauerten Mauern. Und daneben hat man in einer Grube gefunden, kleine Tonsiegel, so groß ungefähr, mit hebräischen Namen drin, alte hebräische Schrift. Und das sind Beamte, die im Jeremia-Buch vorkommen, an einer Stelle wie gebündelt gefunden. Und da haben die Archäologen gesagt, Jeremia spielt ja genau in dieser Zeit, Zerstörung Jerusalems, da muss ein Archiv gewesen sein, das ist ja da der Palast gewesen, von Schriften, das waren Schriftrollen, und die wurden versiegelt mit Ton, und da wurden die Namen der jeweiligen Beamten reingeritzt, und beim Brand sind die Papiere natürlich leider in Flammen aufgegangen, aber die Siegel sind gebrannt worden und deswegen schön hart erhalten geblieben und zeigen uns, dass am Wort Gottes historisch eine Menge, Menge dran ist. Die Katastrophe ist für die Archäologen gut greifbar. Die Führungsschicht ist in Babylon und die trauert natürlich. Die leidet fernab vom heiligen Land. Der Fremde sein zu müssen, einer anderen Kultur, die völlig überlegen ist. Gibt Zweifel, ist unser Glaube richtig? Werden wir aufgehen? Ist es das Ende des Volkes Gottes? So sagen ja auch manche Leute hier bei uns, oh, das Christentum geht unter, das wird es nicht mehr geben. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Die Mächtigen kommen und gehen. Das Weltreich der Babylonier hat seine Zeit, es wird gestürzt. Und Gott lässt die Perser an die Macht kommen. Kyros war der Großkönig, der das vollbringen konnte. Und er hatte eine andere Religionspolitik. Wo Babylon die Länder erobert hat, Oberschicht mitgenommen hat, zu sich geholt hat an Hof, um die Kompetenzen zu nutzen und die Völker klein zu halten, sagt der Kyros, um mein Großreich zu stützen, gebe ich denen Privilegien. Die müssen sich unterordnen, dürfen aber ihre kulturelle Identität bewahren, und in dem Kyros-Edikt erlaubt er den ganzen Völkern, dass ihre Götter wieder dahin zurückkehren. Weil da haben die Heiligtümer, also die Götterfiguren mitgenommen nach Babylon, die mussten sich den babylonischen Göttern unterordnen, und so war das eben auch mit Jerusalem geschehen. Und auch den Judäern wird erlaubt, ihr dürft zurückkehren als Oberschicht wieder und dürft euren Tempel aufbauen. Und in der damaligen Denke war das, der Gott kehrt wieder in dieses Land zurück. Das ist für Israel natürlich ein riesen, riesen Wunder. Versetzt euch in die Lage hinein. Jerusalem ist noch nicht richtig wieder aufgebaut. Eher so eine Trümmerstätte, wo die Leute in den Ruinen hausen. Da gibt es natürlich Leute, aber viel weniger als früher. Alles ist ein bisschen erbärmlich. Und eine Gruppe von Priestern macht sich nun, das ist ja schon die zweite oder dritte Generation, aus Babylon auf und trägt die heiligen Geräte aus dem Tempel ins Heilige Land. Ich habe euch mal hier aus dem Tempel in Jerusalem ein Kelch mitgebracht. Also nee, ist aus Altenberg. Und na, beim Propheten Daniel wird es ja erwähnt, dass der König Belsatzar sich so ein Kelch bringen lässt bei einer Party, um daraus zu trinken und Spaß zu machen, und dass Gott ihn dafür straft. Diese Geräte gab es, ne, das war ein Pfand, das war wie eine Geisel. Ne, und auf einmal werden die den Israeliten zurückgegeben. Die dürfen in einer bescheidenen Prozession Heimatland zurückgehen, und vorweg gehen die Priester und tragen die heiligen Geräte wieder ins heilige Land. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das war nichts weltgeschichtlich Bewegendes. Es war ein kleiner Zug von frommen Leuten, die wieder, was sie noch gar nicht kannten, nur aus den Schriften. Sie waren ja geboren in
Vielleicht waren ein paar Alte, die sie getragen haben, mit dabei. Und zu denen wird gesagt: Weicht, weicht, zieht aus von dort, Babylon, rührt nichts Unreines an, ihre Götter. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen. Das war der Unterschied. Sie erinnerten sich natürlich noch, das Volk Israel kam aus Ägypten. Damals mussten sie fliehen, das war auch eine Gottestat. Ne? Als Sklaven, die ausgebrochen waren und verfolgt wurden von der Armee, sollten umgebracht werden durch die Wüste. Und jetzt kriegen sie die Erlaubnis vom Großkönig. Denn ihr sollt nicht in Eile hinausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Das ist Gottes Tat. Das ist Gnade, die Heimkehr in das Land Gottes. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander. Denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Na, es gibt schon irgendwelche Mauern, da stehen Wächter und die sehen diesen Zug und verkünden ihn vorher, rufen ihn an. Als Christen sind wir auch mit dem heutigen Israel verbunden. Das Wort Gottes, es geht natürlich an uns als Christen, aber auch an das Israel nach dem Fleisch. Denn sie sind ja die leiblichen Nachkommen Abrahams. Wir sind ja nur adoptiert durch Christus und die Taufe. Gottes Wort geht heute noch an Israel und auch dieses Heilswort. Wie sieht es denn aus gerade in Israel? Ich weiß nicht, ob ihr die Israel-Nachricht verfolgt oder ob es euch zu viel geworden ist. Also ich finde es auch ganz schön anstrengend. Aber die Corona-Krise hat Israel auch mächtig im Griff. Und vor allem, es gibt die gleichen Spaltungen wie bei uns in der Gesellschaft. Nur schlimmer natürlich. Ultraorthodoxe feiern heimlich Hochzeiten mit nur 2000 statt 10.000 Teilnehmern. Der Hass in der Gesellschaft ist natürlich sehr groß. Es gibt überfüllte Krankenhäuser und vor allem keine Touristen, keine Pilger. In Bethlehem sind die Kirchen leer jetzt, auch zu Weihnachten. Und da habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass sich Deutsche beschweren, wie hart hier kontrolliert wird. Bei uns in Chicago, da sind neulich Polizisten mit Pferden durchs Viertel geritten, haben, glaube ich, niemanden gefunden, dem sie einen Strafzettel verpassen konnten. Aber in Israel sieht das natürlich ganz anders aus. Da hat die Corona-Verfolgung der Inlandsgeheimdienst übernommen, Shin Bet. Und die fackeln natürlich nicht lange. Da werden einfach die Handys ausgelesen. Und wenn da ein Corona-Infizierter bei dir an der Wand vorbeigegangen ist, kriegst du eine SMS. 14 Tage Quarantäne, kein Widerspruch. Ne? Also könnt ihr googeln, gibt es alles. Ein verrücktes Land. Ne? Die sind natürlich in einem ganz anderen Krisenmodus und viel. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Die Freiheit, die wir hier haben, auch in dieser Zeit, die ist einfach sehr groß. Und da sollten wir dankbar sein und das nicht missbrauchen durch unseren eigenen Dickkopf. Israel ist aber auch in einer politischen Krise. Es steht die vierte Wahl innerhalb von 2 Jahren an. Überlegt mal, was bei uns los wäre, wenn es 4 Wahlen in 2 Jahren geben würde, wie viel dann noch zur Wahl gehen würden. Wie sieht es geistlich im Inneren aus? Na, die Gesellschaft ist gespalten, wie alle westlichen Gesellschaften, nur dass sie eben auch noch orientalisch Inhalte drin hat. Westlich-Liberale, die nicht viel an Gott glauben und viele radikale Nationalisten. Christenfeindliche Stimmung nimmt zu. Es gab in den letzten Jahren Brandanschläge auf christliche Kirchen am See Genezareth. Das sind natürlich kleine Idioten, Gruppen von Jugendlichen. Aber das macht natürlich was mit der Stimmung im Land. Aber es gibt eben Gott sei Dank auch diese kleine Gruppe von Juden, die an Jesus als den Messias glauben. Und die stehen wie diese Wächter und beten für ihr Volk und vollführen das Zeugnis, dass Jesus der Messias ist. Wir Deutschen, wir taugen nicht zur Israel-Mission. Dass in Israel das Christentum am verhasstesten ist. Ne? Wenn man Jude ist und Buddhist wird, ist kein Problem. Aber Christ sein, das hat natürlich was mit unserer Geschichte zu tun, die sehr schmerzlich ist, wo wir nur die Hände falten können, für Israel beten und vor allem die messianischen Juden unterstützen. Der Herr wird nach Zion zurückkehren. Und das Versprechen, das gilt auch heute noch. Ne? Dass er es sammelt, das ist schon ein großes Wunder, aber er wird auch zurückkehren,
Und Israel wird Jesus, das Kind in der Krippe, erkennen. Das ist die große Verheißung, auf die wir zugehen und die auch diesem Weihnachtsfest gilt. Denn Weihnachten gilt ja als besonders nicht-jüdisch und verkitscht und weltweit gefeiert. Und ein Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der hat damit angefangen, das Matthäus-Evangelium zu lesen, hat gemerkt, boah, Weihnachten geht ja mit dem Stammbaum Jesu los, wie ganz normal in der Bibel, das ist ja urjüdisch. Und so hat er sich mit dem Neuen Testament beschäftigt. Gott kommt in die Trümmerstätte. Gott kommt aber auch in deine Trümmerstätte. Malen wir es nochmal vor Augen. Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Die Trümmer werden bewohnt. Die Gruppe von Priestern kommt wieder. Wo ist die Trümmerstätte deines Lebens? Was liegt in deinem Leben in Trümmern? Vielleicht hast du die Trümmer gut abgedeckt, provisorisch was drumherum gebaut, aber du weißt ganz sicher, in welchem Lebensbereich es brüchig aussieht. Weihnachten ist ja das Fest der Heiligen Familie. Ich habe letzte Nacht in Schellerau darüber gepredigt. Könnt ihr auch auf unserer YouTube-Seite finden. Matthäus 1, Josef und Maria. Und das Erste, was Josef ist, dass er erfährt, dass Maria schwanger ist, was er denkt, ist, wie kann ich mich scheiden lassen? Wie kann ich die Ehe annullieren lassen? Dieses Jahr dürfen wir uns nicht in Familie sehen. Wir sollen es nicht in der Menge, wie wir es gewohnt sind, große Familientreffen. Ich habe von vielen gehört, oh, das nervt jedes Jahr so und jetzt, wo es verboten ist, fehlt es. Ja. Wir haben eine Sehnsucht nach einer harmonischen Familie und gleichzeitig deckt Weihnachten eben auch auf, wo die Spannungen liegen. Ne? Das ist das Wunderbare und das Schreckliche an Weihnachten. Voller Trauer berichtete mir ein Mann, dessen Ehe zerbrochen ist, dass sein erwachsener Sohn ihn dieses Jahr nicht besucht, sondern bei seiner Mutter Weihnachten verbringt und Weihnachten ist für ihn abgesagt. Wo sind bei dir Beziehungen zerbrochen oder belastet? Dann sage ich dir heute Morgen, Gott kommt in deine Trümmer. Er ist unterwegs, er ist da, er kommt an. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Gerade wenn du dir deiner Trümmer bewusst wirst, dann rühme Gott, weil er damit fertig wird. Er kommt dahin. Deine Trümmer sind gewürdigt, dass Gott hinkommt. Du musst nicht perfekt sein. Jerusalem ist nicht aufgebaut und strahlend gemacht und erst dann kommt Gott, sondern Gott kommt in die Trümmer. Gott ist schon da. Gott kommt als Kind in der Krippe. Du musst ihn nicht herbeten, nicht herzwingen. Er ist da. Öffne deine Augen und Sinne dafür. Er kommt auch in die Trümmerfelder deines Glaubens. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Glauben gerade geht. Vielleicht bist du nach außen recht vorbildlich. Viele rühmen dich als vorbildlichen Christen. Aber du weißt selber, Gott brauche ich nichts vorzumachen. Er kennt mich. Er kennt meine Gedanken und dunklen Begierden und so richtig Feuer der Liebe zu ihm, wenn wir uns ehrlich prüfen, dann sage ich dir, Gott ist da. Gott kommt zu dir. Schau an, wie Gott sein Volk nicht im Stich lässt, er wird auch dich nicht im Stich lassen. Damals in Israel, als die Priester die Tempelgeräte trugen, zu Weihnachten hat er die ganze Menschheit nicht im Stich gelassen, er lässt auch dich nicht im Stich. Wenn du dich mal da rein versenkst, das Wunder von Weihnachten, Bethlehem, nur ein Stall mit Tieren, da die Mutter, das Kind in der Krippe, dieses Kind ist selber Gottes Sohn. Ich hoffe, ihr habt solche Weihnachtsmomente, ich hatte das gestern, wir waren in Zinnwald, es waren zwei Ehepaare gekommen, was ja völlig Corona-gerecht ist, also noch ein Kirchner-Ehepaar, wir waren
8 Leute insgesamt mit Pfarrer und Kantor. Und dann stand die Krippe da. Weihnachten, ist auch schon eine Anmoderation, hieß Weihnachten. Da war es auch keine Großfamilie, da waren nur Vater, Mutter und Kind. Herr Jesus, du bist zu uns gekommen. Wir beten dich an. Von diesem Moment erklärt sich doch alles. Und wenn du was hast, dann schnell auf die Knie, das schlechte Gott bekannt, reinigt euch, sagt der Prophet, wie ihr des Herrn Geräte tragt. Denn Umkehr zu Gott, das ist Freude auch an Weihnachten. Zweitens, keine Angst, der erste Punkt ist immer der längste. Der Herr offenbart seinen heiligen Arm. Im Wort Gottes heißt es für heute, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass er aller Welt enden es sehen, das Heil unseres Gottes. Arm, das ist ja was ganz Wichtiges. Ohne Arme sähe unser Leben ganz anders aus, wären viel größere Herausforderungen. Gibt es natürlich auch Menschen, die ohne Arme zurechtkommen, das ganz wunderbar machen, aber ohne Arm können wir es uns erstmal nicht vorstellen. Neulich hatte ein Mann seinen rechten Arm gebrochen und er kam ins Krankenhaus. Die Frau, es war vor Corona, die Ehefrau kam mit und die sagte zum Arzt, Herr Doktor, seien Sie bitte, sagen Sie mir die ungeschönte Wahrheit. Wird mein Mann je wieder das Geschirr spielen können? Der heilige Arm Gottes. Wir reden in unserer Kultur ja auch von der rechten Hand, ne? Also der Arm, die rechte Hand. Die rechte Hand von jemandem ist, worauf sich derjenige, der vorne steht, blind verlassen kann, der alles ausführt. Ne? Also es gibt so, Merkel hat ja viele Minister, aber es gibt so einige wie Altmaier und so, die immer bei ihr waren, die treu zu ihr halten, die versorgt sie auch immer und da ist ein Vertrauensverhältnis, eine absolute Loyalität da. So, das sind so rechte Hände. Ich durfte auch mal die rechte Hand sein von dem Pfarrer auf so einer Israel-Pilgerreise, ne, dass ich dann immer das mache, was er ihm zuarbeiten und das andere Auto fahren und Messdiener machen. Ne? Also das ist was Wunderbares, wenn man eines Herzens und eine Seele ist. Im Alten Testament ist die Rede vom heiligen Arm und das ist immer dann die Rede, wenn Gott handelt, wenn Gott die Menschen befreit aus Ägypten und jetzt auch wieder hier aus dem babylonischen Exil. Und es gibt eine Stelle, gleich ein paar Kapitel weiter, Jesaja 63, Vers 12, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf das er sich einen ewigen Namen machte. Gott lässt seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose gehen. Also da wird von dem Arm fast wie von einer Person gesprochen. Den Arm offenbart er, ihr habt schon vielleicht eine Ahnung, worauf es hinausläuft. Gottes Arm als Person ist natürlich Jesus Christus, den er vor allen Völkern offenbart. Das, was im Alten Testament, wir versetzen uns hinein, die Juden, ein winziges Volk, völlig unwichtig in der Weltgeschichte am Rande, offenbart Gott allen Völkern. Die Befreiung der Israeliten, eine große Sache, die Rückkehr im Tempel und dann das Kind in dem Stall. Nur arme Leiharbeiter, die in der Viehwirtschaft beschäftigt sind, erfahren davon. Abergläubische Ausländer aus dem Irak oder Iran, aber nicht die Großen. All diese großen Taten Gottes sind erstmal für die Weltgeschichte nicht groß von Bedeutung. Na, also die Befreiung aus Ägypten, das findet man in ägyptischen Quellen kaum. Es gibt so Sklavenausbrüche von einem gewissen Mose, ja. Aber na, dass Israel zurückkehrt, das finden wir in den eigenen Quellen. Und dass ein Kind in einem Stall geboren wird und trotzdem handelt Gott so in diesem Baby in der Krippe. Kennst du dieses Baby? Es ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Kennst du Jesus Christus persönlich? Es ist der Herr, der Mensch wird, um deine Schuld zu tragen. Er kommt in deine Trümmerwüste, um dich zu heilen und dir den Weg zum Himmel freizuschaufeln. Und ein letztes, der Herr kommt zu allen Völkern. Und das ist etwas Wunderbares, das kennt ihr hier im King's House, auch international. Ich habe gestern per WhatsApp Weihnachtsgrüße ausgerichtet mit USA, Südafrika, ein Freund von mir Pfarrer, und Tansania. Heute Morgen habe ich mit den Schneebildern angegeben. Ne? Liegt aber auch in Südafrika nicht. Diese Prophezeiungen,
Die gehen in die ganze Welt und die sind heute schon Wirklichkeit vor unseren Augen. Alle Welt feiert Weihnachten. Die ganze Christenheit, ob sie nun Jesus kennt oder nicht. Weihnachten ist mit das größte Fest weltweit. Und das zu Recht. Wir sollen natürlich dafür sorgen, dass alle den Grund erkennen. Aber dass es schon so ist, ist etwas Wunderbares. Und unsere lutherische Partnerkirche in Tansania, das Luthertum kommt ja aus Deutschland oder so, aber Europa ist natürlich voll auf dem absteigenden Ast. Die Tansanier haben schon oder sind dabei, die Schweden als größte Kirche zu überholen. Dort wächst es und ein befreundeter Pfarrer von mir hat das erforscht, wie die Missionare aus Sachsen dort das Evangelium verbreitet haben, mit Schulen, den Kindern Bildung beigebracht haben, die Bibel zu lesen. Und heute blühen die Gemeinden dort. Die haben nicht nur einen Pastor, ganz selbstverständlich auch einen Evangelisten, der rausgeht, um neue Gemeinden zu gründen. Boah, wenn wir das hier in Deutschland hätten, das wäre der Wahnsinn. Aber Gott handelt so und sie verkünden den Sohn Gottes. Sie feiern Weihnachten, wenn es geht, mit einer Tanne. Darum beneiden uns alle den schönen Schnee. Unser deutsches Weihnachten, da durften wir in der Christenheit auch was mit dazu tun. Dafür können wir dankbar sein. Diesen Sohn Gottes, der unsere Sünden trägt, der komme zu uns heute an diesem Weihnachtstag. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du handelst wunderbar mit deinem Volk. Du hast es aus Ägypten befreit, hast ihm die Tora offenbart, hast ihm gezeigt, durch Gericht und Gnade, was das heißt, deine Gegenwart beraubt zu sein, und hast sie wieder geschenkt in Gnade, wo Menschen umgekehrt sind und Buße getan haben. Und du hast deine Herrlichkeit offenbart in dem Kind in der Krippe, dass alle Welt, dass in allen Ländern der Welt sich heute Menschen davor beugen. Wir bitten dich, dass es mehr werden, dass mehr Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist und von jedem Einzelnen. Und ich bitte dich, wo wir Trümmerfelder haben, dass wir dich hineinlassen, dass wir Schuld bekennen, dass wir die Freude von Weihnachten empfangen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.